Seit wann schreibt man Kultur mit 3E? Sehr verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, soeben wurden wir Zeugen eines völlig ungewöhnlichen Vorgangs. Genau deshalb darf ich kurz dazu sprechen. Zwei Männer im besten Alter spielen virtuos auf Gitarren, vertraute, flamencohafte, aber eben auch an Pop, Jazz, Lounge erinnernde, von vielen Klängen weltmusikalisch inspirierte Musik, an der übrigens sogar Manitas de Plata, der im November 2014 verstorbene Altmeister des Flamenco aus der Camargue, seine Freude gehabt hätte und hatte. Er kannte nämlich die beiden, er schätzte sie, aus Deutschland stammende Gitarristen, die auch von ihm gelernt haben. Leo Heinrichs, eine echte Niederrheiner aus dem Rheinland, Rauschi Ebert, halbindischstämmiger Rheinländer, und der Franzose Manitas de Plata, ein Gitan, französischer Roma, der die andalusische Flamenco-Musik wie kaum ein zweiter mit seinem ganz eigenen Stil zur Musik seines Lebens machte. Alle drei verbindet nicht nur die Gitarre, sondern eben auch der Spirit, der Esprit, der Geist, der sich in dieser sehr gefühlvollen Musik ausdrückt, immer auf der Suche nach Lebenslust, geradezu lebenssehnsüchtig, immer auch die Freude und die Trauer in sich tragend, eben den ganzen Bogen spannend, der allen Menschen eigentlich und im tiefsten Innern so vertraut ist, von der Liebe bis zum Tod. Das ist es, was uns im besten Fall berührt, wenn wir mit Malerei und Musik, Literatur und Poesie, analog oder digital in Berührung kommen, wenn wir Farben und Formen, Töne und Worte wahrnehmen oder selbst kreativ arbeiten und Erfahrungen durch künstlerisches Tun erleben. Deshalb, um die Frage nun auch zu beantworten, schreibt man Kultur schon immer mit 3i. Weil Kunst und Kultur alle drei Bedeutungen, die sich hinter den 3i-Worten verbergen, schon immer auch immanent sind. Identität, Inklusion und Interkultur. Identität bedeutet Bindung an Werte, die gesellschaftlich allgemein als relevant angesehen werden. Zugehörigkeit prägt Identitätswerte. Für Menschen ist ein ungewollter Identitätsverlust psychisch ein großes Problem, wenn wichtige Gruppenzugehörigkeiten, zum Beispiel Familie, Volk oder Nation, Religion, Freunde, informelle Gruppen oder Ähnliches verloren gehen. Staatszugehörigkeit, Erwerbstätigkeit, Familien oder auch Ersatzfamilien, das Ehrenamt, Heimat. Es gibt viele identitätsstiftende Bindungen und das Gegenteil davon ist die jeweilige Losigkeit. Staatenlos, arbeitslos, familienlos, heimatlos. Kunst und Kultur können ein Schlüssel sein zur Identität, zur Bindung an die jeweilige Gesellschaft, in der man lebt oder leben will. Traumatisierte Identitäten können gerade mit Kunst und Kultur neue, enttraumatisierende Erfahrungen machen. Wer von uns würde bestreiten, dass ein breit gefächertes Kunst- und Kulturangebot für die zu uns Geflüchteten sehr wichtig sein kann, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen? Das schafft neue kulturelle Kräfte für neue Identitäten. Inklusion im Sinne der Definition von Andreas Hinz aus dem Jahre 2006 beschreibt den allgemeinpädagogischen Ansatz, abgeleitet aus den Bürgerrechten, der sich gegen jede gesellschaftliche Ausgrenzung wendet und damit allen Menschen das gleiche volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe zusichern will. Für den Bildungsbereich bedeutet dies einen uneingeschränkten Zugang zu allgemeinen Kindergärten und Schulen des sozialen Umfeldes. Und so wird dem Verständnis der Inklusion entsprechend jeder Mensch als selbstverständliches Mitglied der Gemeinschaft anerkannt. Es liegt auf der Hand, dass hier die Kultur und die Künste eine inkludierende Rolle par excellence spielen können. Denn generell und an sich grenzt Kunst niemanden aus, sondern versteht sich Kunst als permanentes Angebot für jeden Menschen Sinne und Geist. Die Begegnung mit den Künstlern und den Künsten macht Menschen in gewisser Weise zunächst gleich, auch wenn sie ja verschieden sind und auch ganz unterschiedlich auf diese Begegnungen reagieren, aber gemeinsam singend sind sie alle inklusiv. Der Begriff Interkultur beschreibt nach Mark Terkesidis, der ihn sicherlich am prägnantesten definierte, jene Politik, die kulturelle Barrierefreiheit für die Individuen einer Gesellschaft der Vielheit schaffen und institutionelle Diskriminierung vermeiden will. Mit Kunst und Kultur im besten Sinne richtig verstanden und damit endlich wirklich gefördert als eine Art gesellschaftliches Grundnahrungsmittel,
So die steile These, lassen sich kulturelle Vielheit und Vielfalt gestalten, vermitteln, weiterentwickeln. So begreifen wir interkulturell voneinander zu lernen, uns in unserer Diversität zu akzeptieren, neugierig auf die kulturelle Identität des anderen zu sein, gemeinsam zu gestalten und schließlich immer wieder gemeinsam zu versuchen, in Frieden und Freiheit miteinander zu leben. In der Kamark, in Vietnam, in Kongo oder in Köln oder auch in Duisburg-Marxloh. Deshalb schreiben wir auch weiterhin Kultur mit 3i. Ich danke für die Aufmerksamkeit, heiße Sie alle, euch alle herzlich willkommen, auch in meiner Funktion als Landtagsvizepräsident und damit im Namen der Präsidentin des Landtags von Nordrhein-Westfalen, Carina Goetheke, heute hier im Hohen Haus und willkommen zum Grünen Integrationskongress, denn wir sind alle Nordrhein-Westfalen. Dankeschön.